Du atmest nochmal tief durch vor dem fantastischen Doodle Derby. Grüße Leute, willkommen bei Doodle Derby, das Spiel, was wir eigentlich gar nicht spielen wollten, aber wir wieder ein Spiel runtergeladen haben, was nicht so online funktioniert hat, denn unsere Kategorie, die wir ja machen, heißt, Max, wie heißt die Kategorie? Koop-Restrampe. Hi, grüß dich. Das heißt, wir kaufen im E-Shop, vorwiegend E-Shop, absolut billige Games und testen die aus, die billigsten. Und wir haben eins gekauft, wie hieß denn das nochmal? Shit Happens oder wie war das nochmal? Shift Happens. Und das hat kein Online-Koop. Wir werden irgendwie alle nochmal nachholen, diese ganzen Games, die wir sinnlos runtergeladen haben. Wir müssten mittlerweile schon sieben. Wir haben bisher vier? Vier gekauft? Vier oder fünf? Ja. Zwei gespielt, wenn nicht online gehen. Du machst den Host und ich suche mal Spiel und dann kommen wir rein. Und wir machen jetzt erstmal ein Rennen und dann auch Panzerangriff. Wir wissen über dieses Spiel nicht wirklich viel, außer dass die Online-Suche aus der Hölle ist. Suchen. Okay, ich suche mal. Öffentlich, Freunde. Du hast schon aktiviert, ne? Ja, du müsstest losgehen. Okay, ich lade. Neuladen. Du wirst wieder nicht angezeigt. Leute, jetzt mal ganz kurz dieser... Ich liebe das, okay. Ja, dieser Ladescreen. Guck mal, da steht Neuladen. Ich drücke, es passiert gar nichts. Jetzt wird der Balken schwarz. Ich drücke, da steht Max, diesmal hat er dich gefunden. Das ging vorhin nur so, ne? Und dann ging es plötzlich, Session schon geladen oder Timeout, irgendwas. Aber diesmal ging es schnell. Ich wollte mich gerade noch eine Stunde drüber aufregen. Wir gehen rein. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet. Denn am Anfang, das haben wir schon gesehen. Wir sind am Anfang, da ist der Max, wo bin ich? Ach da, okay. Am Anfang heißt es, sich ein Auto schnappen. Ich will diesmal aber das Fancy-Auto haben. Ich will hier unten den Jeep haben. Nee, ich schieb die Karre weiter. Oh, du hast einen Bus. Ich hol mir den Bus. Ich will den Bus der Liebe haben. Also ich bin das gelbe Männchen. Ich hab den Bus der Liebe. Und los geht's. Und wir wissen immer... Die Musik ist auch wild. Ich höre die Musik kaum. Ich habe die Kopfhörer auf, ich nehme das Capture vom Fernseher ab. Ich höre nichts, damit ich nicht besser hören kann. Aber mein Loveboss wird nicht starten. Okay, und jetzt heißt es irgendwie, wir müssen fahren und mit A kann man... Der Boss ist so ultimativ langsam. Ich brenne. Du bist schon wieder wir tot. Wir müssen irgendwie in das Ziel kommen. Nee, noch ein Label. Jetzt bin ich tot. Und ich habe dich mit dem Tod gerissen. Yay! Schwein. Ja, wir müssen irgendwie ins Ziel kommen und das selber basteln. Wir müssen sagen, hier ist irgendwie ein Schlüssel, den kann ich nicht aufnehmen. Wo ist der Max? Wir haben auch einen Shop und wir müssen irgendwie Kisten sammeln und dann bauen. Also, und hier ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Das ist ein Stern. Hier ist der Shop. Hast du schon umsonst irgendwo eine Kiste gesehen? Nee, einkaufen gehen steht hier. Ich habe schon drei eingesammelt. Okay, bau du mal. Wo ist eigentlich unser Geld? Hey, jeder hat welches. Ich kann da auch noch Geld holen. Okay, ich kauf mal das Beste, was hier gibt. Boah, hier gibt es Schneemänner und so weiter. Aber wie zur Hölle... Ich habe zwei Plattformen gekauft und kann mir nur eine kleine leisten. So, ich bin pleite. Wie kann ich den Shop verlassen? Shop verlassen, okay. Es ist irgendwie super wirr. Die Steuerung ist an sich... Wo ist der Shop hin? Ach, hier unten ist er jetzt. Wo ist der? Auch mal woanders. Was? Warum bin ich jetzt rausgegangen? Ich habe es beendet. Ich habe keine Zeit mehr gehabt. Alter! Ja, aber okay. Ist alles noch gut, oder? Ja, ist alles. Ich hab's versaut. Du hast noch 35 Sekunden. Ich guck jetzt nur dir gerade zu, was du gerade machst mit deinem kleinen Propellerauto von Inspector Gadget. Ach, du hast richtig, man sieht den erfahrenen Bauer, man sieht, dass du einfach Ahnung hast. Aber so werden wir... Das war, glaube ich, Unglück, oder? Nee, du baust es direkt ins Ziel, du müsstest noch tiefer ansetzen jetzt, genau. Du machst es richtig, wir müssen... Ja, aber die Rakete? Ist die ein Hindernis? Ist die wirklich ein Hindernis? Wir werden es gleich herausfinden. Wir werden es rausfinden. Ich werde das dieses... Warte mal, wo war ich springen? Ich kipp um! Nein! Okay. Okay, oh, ich brenne. Ja, die Rakete ist, die ist definitiv ein Hindernis. Komm, ich helfe dir. Ich booste dich. Ja. Wir sind wie Behinderte. Ich fühle mich wie Behinderte, die von der Wand rennen. Wie drehe ich die Karre wieder um? Aber schnell. Ja. Nein. Okay, wir haben 19 Sekunden. Ich habe mich gesprengt. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Deine Karre brennt. Geh weg von der Plattform. Wenn die gesprengt wird, muss man so neu bauen. Das war auch mein Ziel. Okay, bauen. Okay. Jetzt muss ich erstmal lernen, aber wie... kriegen wir die Rakete? Ich glaube, wir hätten die Plattform der Rakete noch sprengen müssen, oder? Meinst du, dass die runterfällt dann? Oh, ist ja, das... Die fliegt hoch und runter. Ach, hier, ich habe eine Abrissbirne. Kann okay. Ich aber die jetzt Rakete abreißen? Nee, ich glaube, das ist nur ein Hindernis für uns. Doch! Ach, du bist ja... Fand... Ich halt die Fresse, ich weiß gar nichts. So, wie platzierst du Plattform? Mit L und R eigentlich doch, oder? Ah, okay. Mit L und R, dann kannst du auswählen, dann kommt die so vor deinem Auto und dann geht das übelst los. Aber wo ist dieses Auswählen? Oh, das ist komplett über mir verdeckt, okay. So, meine Kisten. Ach, hier ist Auswählen, okay. Ich will jetzt diese Eisplattform noch bauen. Ey, wir sind fertig, wir können quasi das Rennen beenden jetzt. Wir können die Ziellinie starten. Also ist nicht so... Wir können jetzt... Wo kann man fertig? Nach oben gedrückt halten ist fertig. Okay, ich bin fertig.
Spiel ist das Beste der Welt. Fertig. Ja, das, Leute, für 99 Cent im Angebot. Und da, wer da nicht zuschlägt, da weiß ich auch nicht. Und wer holt sich den Sieg? Wer holt sich vom Bus? Alter. Ja, ist Moff gewinnt. Moff gewinnt. So, du hast die ganze Arbeit gemacht, Digga. Das ist okay für mich. Bitte warten. Wenn das schwarz ist, ist es das Richtige, ne? Ja, also entweder kommen wir jetzt ins Hauptmenü über, das geht weiter. Es geht weiter, okay. Ey, diese Probe. Nächstes Level, Hafen. Hafen. Ich nehme mal mit. Ich glaube, das ist die verwirrendste Menüführung ever. Oder wir sind einfach nur strohdoof oder Mischung zwischen beiden. Oh, sieht ja richtig gut aus. Es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Was geht jetzt so? Du hast das Spiel verlassen? Ich habe das Spiel nicht verlassen. Ich habe gar nicht. Es ist auf Cam. Verbindung getrennt. Nein. Oh, okay, wir machen das Übliche. Mehr Spiele, okay. Online. Ey Leute, wir testen die Spiele ja für euch, dass ihr die nicht spielen müsst. Das ist ja der Grund dahinter. Max, da ist er. Joining the sexy session. Ja, aber das geht bestimmt wieder nicht, oder? Weil das Spiel schon läuft. Wenn die startet. Okay, zurück zum Hauptmenü. Ich weiß gar nicht, es war im Angebot. Ich weiß aber nicht, wie teuer es war. Wenn du jetzt keinen Rabatt hättest drauf, wie teuer schätzt ihr dieses Spiel? Und dann guckt mal nach, wie teuer es wirklich ist. Also ich hätte gedacht, das ist ein 10-Cent-Rabatt. Denn teurer als 1,10 € kann es gar nicht sein. So, nur mit Freunden. Es war auch noch im Angebot. Es war noch ein Angebot. Das ist jetzt nicht die 99 Cent, sind jetzt nicht hier die reale Einschätzung. Da hat sich derjenige gedacht, ja, 10 Euro. Das ist ein 70-Euro AAA-Titel. Ja, ich muss ehrlich sein. Beitritt fehlgeschlagen, Timeout. Alter, Leute, wir haben vorhin in die Online-Liste geguckt. Da war keiner. Wir sind die Einzigen, die dieses Spiel online zocken. Wie kann man das den Leuten so schwer machen? Verbindung getrennt, Hauptmenü. Fick. Entschuldigung, das muss ich. Also, ich meinte, das finde ich nicht gut. Family friendly. Family friendly. Was ich sagen wollte, da ist wirklich jemand und sagt hier, ich will davon einfach so 10 Euro so haben. Das kann passieren. Ich meine, COD ist ja auch nicht bugfrei. Nicht 10er. Ich glaube, nee, 10er wird es nicht gekostet haben. Okay, ich niemals. Aber so 5er, würde ich schon sagen. Ja, du musst ja Nintendo auch ein bisschen was abtreten dafür. Ist ja nicht so, es fließt ja nicht rein in deine Kasse. Da macht Nintendo die Hand auf und will nochmal 30% haben. So, nie wieder. Dann wird es ja wieder Auto ausdrehen. Ja, ich nehme diesmal die sportliche Karre, die du hattest. Hui! Mini-Film im Auto. Dendek, was ist das eigentlich für ein abgefahrenes Auge am Rand? Hast du es gesehen? Was hoch und runter geht, ich glaube gar nicht. Nee, ich auch nicht. Bergab. Okay. Du hast auf jeden Fall eine neue Karte gemacht. Wollen wir erstmal fahren und dann gucken, was wir machen müssen, so wie sich das gehört. Das ist ja automatisch. Aber ich starte mal ein bisschen. Lass uns einfach versuchen, nicht direkt zu sterben. Ich kann dir nichts versprechen. Okay, das schaffst du. Oh, du bist sehr gut. Ich habe Gymnastik irgendwas aktiviert. Ich glaube, ich bin hier. Nee, da ging's ins Wasser. Der ist, das ist ein Boost-Fall, aber ich glaube, der boostet dich nicht. Ah, der boostet aber auch nur kurz. Ja, ziemlich kurz. Okay. Aber es ist, ich finde das Spielprinzip gar nicht so kacke, muss ich sagen. Also jetzt mal Real Talk, ne? So scheiße ist es nicht. Technisch. Das ist nur sehr, sehr scheiße gemacht. Ja, es ist technisch wirklich grausam. Wo ist denn das Finish? Hier gibt es zwei und hier hinten gibt es noch ein großes Finish. Muss man das verstehen? Da unter dem großen Finish ist der Schlüssel. Vielleicht liegt es da. Vielleicht musst du beim Rennen auch diese Schlüssel aufsammeln. Das erinnert mich ultimativ, du wirst es nicht kennen. Eine Karte? Eine Karte. Oh nein, ich will die Plattform nicht machen. Es erinnert mich sehr doll an. Auf dem N64 gab es ein Game, das hieß. Rush. Oh, war es Rush? Und da konntest du auch so Stunt-Modus machen. Und der Stunt-Modus war übel unterhaltsam. Da musstest du auch Schlüssel aufsammeln im Stunt-Modus. Da waren so riesige Welten. Das war irgendwie. Und sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Was wurde den Shop verlassen? Ach, hier. Man kann, ich habe irgendwie rausgezoomt. Ja, ich wollte einkaufen gehen. Ja, rauszoomen geht auch, aber. Wieso? Ich weiß aber nicht wie. Oh, ich habe eine sehr große. Ich habe sehr gute Plattform, kaufe ich. Sinnlos, aber gut. Ja, ich bin. Oh, kannst du Rampen kaufen? Ich habe eine Rampe. Wir müssen über dieses Auge hier drüber springen und dann irgendwie ins da hochbauen. Aber bei dem Auge darf man nichts mehr bauen. Ich. Da haben die was dagegen. Okay, ich habe eine Rampe. Ich habe eine Rampe. Wähl. Eieieiei. Ja, du wolltest eine Rampe. Aber die ist. Können wir die Plattform wieder wegmachen? Oh nein, eine Sekunde noch. Ja, dann lass uns. Wir können uns doch darauf springen. Wir müssen da nochmal kurz. Wir müssen das nochmal. Aber ich hätte nicht gedacht. Ich fahr auf dir. Oh, das kenne ich. Fahren viele auf mich ab. Ist so wie zum Thema, wir müssen uns auf der Plattform springen.
Fantastisch. Aber ich hätte... Ich mach mal rein. Definitiv. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Koop-Faktor wirklich so groß ist hier. Es macht doch wirklich Spaß, dass du es Sinnvolles machst. So, wie kriege ich mich jetzt am ehesten kaputt? Meine Spezialität mit vielen Spielen ist eigentlich mich kaputt. Der Boost-Fire, pass auf Boost-Fire, sobald du drei... Ja, genau. Das meinte ich. Der Boost ist gar nicht so stark. Renn. Also mit B kannst du dich sprengen, wenn du B gedrückt hältst. Warum ist denn jetzt alles dunkel bei mir? Ist das bei dir genauso? Achso, wir sind noch nicht fertig. Der Sound rastet gerade komplett aus. Ich weiß gerade gar nicht, was geht. Ich kann gar nichts machen. Ich bin noch im Auswahlmenü für Rennen und Bauen. Und ich komme da nicht raus. What the fuck? Ich habe mir aber mitgestartet. Ja, aber es passiert halt nichts mehr. Es ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es passiert einfach gar nichts mehr. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns den Panzermodus an, oder? Ich finde... Zurück ins Hauptmenü. Ich kann nicht... Zum Hauptmenü auch. Ich kann... Doch, jetzt geht's was. Verbindung wohl getrennt. Oh, zwei Leute spielen dieses Spiel weltweit. Krieg's mal auf die Kette. Doodle Derby. Aber du müsstest mich direkt wieder finden. Ja, das ist großartig. Es ist wirklich fantastisch. Ich mache aber trotzdem. Es ist wirklich. Du bist wirklich der Einzige auf diesem Planeten, der spielt mit mir gerade. Also, Spiel suchen, okay. Haben wir eigentlich die Beschreibung dafür? Nee, doch im eShop. Die können wir raussuchen. Suchst du mal die Beschreibung raus? Weil ich bin gerade noch mein Capture-Programm. Das gibt's sogar noch auf Steam. Nee, aber da wird es ja vielleicht gespielt. Das bist du. Bitte warte, bis der Host das Spiel startet. Das kriegen wir gleich. Lies erstmal die wunderschöne Beschreibung dieses Spiels vor. Die hat im eShop einfach keine Beschreibung. Ehrlich nicht? Jedes Spiel hat den eShop. Es kostet 7,99 €. Nee. 88% reduziert. Nee. Bis zum 31.05., also schnell zuschlagen. Wow. 7 Euro, da war ja mal 10 Euro. Stell dir vor, 8 Euro. 7,99, stell dir vor, du kaufst es für 8 Euro, für 2 Döner. Ich finde deine Dönerrechnung sehr, sehr gut. Was haben wir gemacht? Steam. Doodle Derby ist ein teuflisch physikbasiertes Jump and Ride, das daran erinnert, wie du als Kind all deine Spielzeuge ineinander krachen ließt. Ja, genau. In diesem unrealistischen Autorennspiel aller Zeiten ist nichts unmöglich. Ja, das ist wirklich nicht so. Du musst die Strecke erst bauen, ehe du anschließend versuchst, das Ziel des Levels zu erreichen. Süß. Verfolge geht deine neuen coolen Streckenabschnitte und fordere dein Glück heraus. Das ist schön beschrieben und ich finde die Grundidee ja geil, aber diese Sache ist nichts unmöglich. Eigentlich müsste ich schreiben, es ist einfach nicht möglich, dieses Spiel zu spielen ohne... Nichts möglich. Es ist einfach nichts... Okay. Ich joine der Session. Eintritt fehlgeschlagen. Already started. Mach mich nicht schwach. Du warst doch da. Ja, aber ich bin wieder rausgeflogen. Die Server sind halt überlastet. Dieses Spiel ist halt so mega beliebt. Online, okay. Okay. Das müsste wieder offen sein. Spielsuchen. Ich suche auch wirklich nur per Freunde, weil dass ich das Timeout. Wahrscheinlich, weil ich zu oft auf den Server zugegriffen habe. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Ich habe das vorhin schon zu Max gesagt. Da sitzt ein Typ und beobachtet dieses Spiel und guckt dann, oh, endlich sind zwei Leute online. Verbindung getrennt, Hauptmenü. Aber willst du mich komplett verarschen? Okay, nochmal. Ich drücke mehr Spieler. Das ist furchtbar. Ich drücke nur mit Freunden. Send help. Need somebody. Okay, nur mit Freunden. Spiel suchen. Ich sehe Max. Ich drücke Max. Ich joining the session. Das ist mein Puporsum. Ich verbinde Spieler Max. Das ist gar kein Problem. Wir sind da. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Okay, rein. Schnell, bevor wieder alles kaputt geht. Zerstöre die Spiele mit... Drücke eine Fliegetaste. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass er wirklich übel an andere... Schwein. Hast du dich abgewehrt? Nein! Schwein! Ja! Oh. Das war's schon? Ich dachte, das wäre Ladescreen. Okay. Sammle eine Kiste. Das macht Sinn. Meine Kiste. Meine Kiste. Sind das Känguru-Schalter? Sind das Kängurus? Ah, das ist eine Hüpfplattform. Guck mal hier. Okay, wir müssen bauen. Das ist eine Hüpfburg. Das ist wirklich eine Hüpfburg, deswegen. Warte mal, fallen lassen. Ja, wie? Fallen lassen. Ich drück doch fallen lassen. Leck mich doch fett. Okay, ich habe es hier fallen gelassen. Hier baue ich auch noch eine Plattform hin. Ich baue jetzt nicht sehr sinnvoll. Oh, das könnte aber wirklich interessant werden.
Ja, was haben wir denn jetzt fallen gelassen? Es sieht aus wie Wassertanks. Ich will eigentlich nicht reinfallen, mach's trotzdem nicht. Alter, mein Panzer hängt einfach nur. Brennt das Zeug, wenn ich drauf schieße? Hallo, ich will schießen. Man schießt doch mit Y, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber wie zur Hölle? Ich springe, ich kann nicht mehr schießen. Oh, ich bin hier unten im Flug oder so. Kannst du schießen? Hä? Nee. Hä? Was will mir dieses Spiel erzählen? Okay. Ach, brauchen wir dafür diesen Saft? Und dieses Wasser, oder? Ja, logisch. Du sammelst Wasser auf, kriegst dann durch Schüsse. What the fuck, Leute? Das glaube ich nicht. Ich sammle mal... Was explodiert hier? Ich raff gar nichts. Aber kannst du nochmal darüber... Also ich bin hier unten stuck. Aber kannst du nochmal da hochkommen? Und was ist denn in dieser Feuerkiste? Die das will ich gerade raus. Ich will gerade raus. Okay. Ich will gerade rausfinden, die Feuerkiste, ja. Da komme ich aber nicht hoch. Ich will das da probieren. Komm schon! Du Nase! Komm! Bounce! Okay. Okay, wir nutzen die. Ich probiere es nochmal, hier hochzukommen. Und versuche. Doggy Style? Ja, das ist sowas wie Doggy Style, aber. Oh Mann, ey. Wie kann man jetzt. Wie kann man? Wie treiben es denn Frösche? Ich denke, quakend. Da geht es hauptsächlich um die Geräuschkulisse, glaube ich. Was passiert hier? Ich raff gar nichts. Ich bin hier gefangen. Und gewinne, weil du. Was? Nee. Du bist gerade an der Decke gefahren? Ich weiß doch auch nicht warum. Ich bring dich jetzt einfach um, durch ran. Was willst du machen, Digga? Easy GG. Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich? Ja, genau, das wäre meine Frage gewesen. Wo bin ich? Ja, aber warum kann man jetzt nicht mehr schießen? Du kriegst bestimmt eine Munition nur oder sie in. Ich habe doch keine Ahnung. Dieses Spiel macht mich eigentlich wahnsinnig. Ich habe gedacht, dieser Panzermodus, das ist die große Hoffnung. Aber wenn man den einfach nicht rafft, wenn man so dumm ist wie ich, weißt du, wenn du es einfach nicht raffst. Ich baue jetzt auch einfach nur irgendwie unüberlegt. Das kann ich. Ich kann sehr gut unüberlegt. Ja, mein Panzer sieht sehr, sehr gut aus. Oh Gott, Alter. Okay, ich halte fest. Okay, ich bin jetzt richtig. Ich bin im Modus. Vor allem, du hast ja auch keine Anzeige, wie viel Schüsse du hast oder so, weißt du? Doch, du hast 3 Schuss. Ei, ei, ei. 3 Schuss hast du, Digga. Das ist kein Dauerspamming. Und das andere Zeug sind wahrscheinlich Power-Ups. Oh Gott. Ich habe erst eine fette Rüstung. Oh, du wärst so tot gewesen. Ich hol mal Items. Oh. Ich hab was. Warum kann ich nicht mehr schießen? Da wird mir doch. Da wurde mir doch Munition angezeigt. Ich bin angeklebt. Das ist sehr gut, du hast es auch verdient. Man hat mich hier angeklebt. Ich hab glaube ich einen Flammenwerfer jetzt. Grill, du Schweinehirte! Okay, ich versteh's langsam. Du bist schön. Ich bin gar kein... Aber was hat dich denn angeklebt? Was war denn das? Ja, du hast mich angeklippert. Okay, bau du mal. Nimm die Kisten, ich nehme die eine Kiste oben noch. Vor allem, du springst in diesen komischen Modus viel besser als im richtigen Game. Aber das sind auch so langweilige Plattformen, die wir hier kriegen. So absolute... Ach, wohl Beschleunigungspfeile. Wir flippen mal richtig mit Beschleunigungspfeilen richtig aus. Ich baue das erstmal so, dass wir nicht direkt runterfallen. Das ist eine sehr gute Idee. Wie kann ich das wieder einreißen, dass wir direkt runterfallen? Es ist schon ein weirdes Game, ne? Aber irgendwie... Warum ist bei mir instant was abgebrochen? Ja, verschwende ruhig deine Munition. Ich hab Zeit, ich kann warten. Aber wie zur Hölle... Okay, langsam. An der tiefsten... Was zur Hölle? Die dumme Wolke! Alter, würdest du... Oh! Nein. Du triffst auch null, ne? Du hast mich getötet. Das ist erstmal egal. Okay. Wenn du genug Schuss hast, musst du nicht treffen. Es ist besser als das Rennen, muss ich zugeben. Das hat schon ein bisschen was. Ja, du musst einfach nur genug spammen. Du hast um die amerikanische Variante. Was ist das denn? Das ist ein Netz. Ich glaube, du hältst was Krokodil. Ich kann ein Krokodil machen. Spiel mit den Krokodilen. Eieieiei. Ich mache hier mal komplett zu.
auf. Wie kann ich das drehen am besten? Okay. Ich habe erstmal ein bisschen Abstand zwischen uns geschafft. Gut, dass du Metall genommen hast, dass wir auch jetzt ja nicht drin. Ich überlegen müssen, wie wir uns gegenseitig töten. Ja, wir machen hier die Spider nochmal. Da oben ist ein Magnet. Boah, ernsthaft. Ernsthaft! Ich krieg hier Wut! Ich bin doch... Ich hab moralisch überlegen einen Angriff gemacht. Mutig bin ich hereingestürmt. Heroisch will ich. Ja, ich hab gewartet, bis du kommst. Das machen die. Das kenne ich viele Leute, die das machen. Die warten, bis ich. Egal. Guck dir diese riesige Banane an. Die macht mich irgendwie stolz. Weißt du, die kann man. Warten, bis du kommst und dann sind wir schon wieder bei der riesigen Banane. Das ist auch schon wieder schnell eskaliert. Ich bin der König der Überleitungen. Ich bin ein Tannenbaum. Okay, das Ding ist sehr schwer. Oh, was macht der dämliche Tannenbaum da? Komm, ich mach dir keine Möglichkeit, gleich zu mir rüberzukommen. Das habe ich schon mal bereut. Nein! Ach, ich bin da unten. Okay, man sollte immer erst kontrollieren. Okay. Schieß mal die andere Taste. Und vergiss es, Digga. Meine. Hast du Higher Ground, ja? Treffer! Mit dem Auge! Das war aber der übelste Snipe. Das war übelster Zufall. Ich geb's ja wenigstens. Das war viel Zufall. Ja, oh Mann. Aber ey, der Panzermodus ist gar nicht so schlecht. Das zu viert könnte bestimmt geil sein. Das muss ich jetzt mal sagen. Oh, du hast eine Mine. Warte mal, da drüben startest du, ne? Dann wollen wir es dir mal nicht so einfach machen. Okay, langsam verstehe ich, was du vorhast. Du alter Sch... Okay. Sag dich, klug. K-L-U-K, klug, ja. Ja, das ist geil. Okay. Du willst also den Schuss verschleudern. Warum kriegst du direkt Munition? Die Frage ist, will ich es holen? Ja, will ich, okay. Ich treffe mich selber. Ich komme hier nicht. Warte mal. What? Das ist doch hier mit durchgehenden Wänden. Da. Ja, mit deinem kleinen Flammenwerfer. Okay, ich treffe mich wieder selber. Ich sag's gerade noch selber. Nein, ich häng. Meine Munition ist alle. Das ist diese Clipper-Kacke hier. Damit kriegst du mich niemals. Okay, ich muss wieder zurück. Na ja. Da drüben ja. Auf dem Boden weg. Ey, das Spiel ist gar nicht so kacke gerade. Das ist ja awesome shit. Ich hätte auch 20 Euro dafür bezahlt jetzt. Nee, natürlich nicht, aber... Nein. Das ist gerade wirklich. Ja, es passiert wirklich. Haben wir gerade ein Flugzeug vor den Turm gesetzt? Ich will dich gar nicht auf meiner Seite haben. Aber wie zur Hölle soll ich da runterkommen zu dieser Frage? Ich baue das auch komplett ein. Ich kann nichts mehr machen, ich bin fertig, ich beruhige mich jetzt wieder. Ich liege vorne, mehr zählt in diesem Leben nicht mehr. So, jetzt gib mal dein schlechtestes, Digga. Wie machen wir das am besten? Ich habe so fast gedacht, dass du das vorhast. Kannst du... Na. Ich fackel mich auch selber ab. Hast du auch gerade so ein dummes Gefühl wie ich? Ich hab Reparatur gekriegt. Wie kann ich mich da wieder drehen? Aber du hast gar auch keine Munition mehr. Du hast keine Waffe mehr. So what? Das war unklug. Ja! Ich bin der Beste in diesem Spiel. Einfach der Beste. Einfach der Beste. Oh komm, lass uns noch eine Runde machen. Das ist ja... Es ist gar nicht... Für 10 Euro und dann noch angelogen. Oder für 8 Euro und dann angelogen werden. Ja. Ich bin der Beste in diesem Spiel. Ey, wenn jetzt keiner spielt, bin ich definitiv, wenn ich jetzt gewonnen habe, der Beste. Ich habe auf noch einmal gedrückt und bin im Hauptmenü. Ich sag nur. Ich sehe es gerade. Ich bin gerade rausgeflogen. Spiel suchen. Neuladen. Oh mein Gott, das ist gut, ey. Es ist wirklich gut. Es ist auch. Aber man muss sagen, das ist wirklich guter Modus. Wirklich, ich bin sehr überzeugt davon, dass das beste Spiel aller Zeiten ist.
Also, der beste Spielmodus. Okay, zerstöre die anderen Panzer. Das kriegen wir hin. Zumindest besser als Yet Another Zombie Defense AD. Es ist. Oh, bitte, Leute, kauft doch in dieses Video rein. Auch das. Ich bin alleine. Ach, da ist er ja. Warum bin ich jetzt auf einmal blau? Also. Eis Max bekanntlich blau. Vor allem um diese Uhrzeit, an diesem Wochentag. Na, um die Uhrzeit vielleicht noch nicht. Aber. Freitag 21 Uhr, es gibt eine reelle Chance. Ich habe auch gerade 5 Sekunden auf den blauen Panzer geguckt, gewundert, warum ich mich so komisch bewege. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas irritiert mich ja mehr. Also wirklich hart, ne? Also wenn man kriegt mich mit wenig Ding, aber so eine Sache wie, ach komm, du bist jetzt einfach mal ganz woanders und du hast einen anderen Charakter, irritiert mich mega. Ich geb's wirklich zu. Nein, noch nicht, ich will das noch legen. Okay. So, viel Spaß. Okay. Das habe ich mir jetzt etwas anders vorgestellt. Ich habe mir auch anders vorgestellt. Okay. Smart ist. Nein! Nein! Okay. Noch ist alles gut. Wir brennen beide. Wie kriege ich meinen Panzer wieder so hingestellt, dass der irgendwas macht? Was mit deinem Rohr? Die, meine Schwerkraftverlängerung mit meinem Rohr. Wer kennt's nicht? Was tust du da? Geh auf Körperkontakt. Das mag ich schon auf Arbeit nicht. Hör auf damit. Ich kann noch schießen. Noch bin ich was. Warum kann ich mehr schießen? Blau ist die Bombe. Blau. Verdammt. Das ist wieder du. Blau ist die Bombe. Blau ist die Bombe. Was macht diese Erdbeere hier? Frag doch nicht. Oh nein, ich wollte schon wieder den gelben Panzer lenken. Ich habe ein UFO. Wir wissen alle. Ich nehme mal den Geschenk. Aber wir haben mittlerweile schon gelernt, die perfiden Möglichkeiten dieses Games, dass wir uns auch immer gleich schön zubauen. Nee, ich will das drehen. Ich will hier zuhören. So, ich bin fertig. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. So, was willst du jetzt tun? Das ist Stahl, Digga, da kommst du nicht durch. Okay. Einfach nur hier stehen und einfach gar nichts tun. Ist genau mein Style. Ja, hast halt noch mehr Schuss. Was hilft dir das? Den perfekt ausrichten. Du musst nur den perfekt reinschlonzen. Ich bin unbesiegbar. Ich bin gerade im Unbesiegbarkeitsmodus. Ja, jetzt kommt der Sniper-Schuss. Kajabo! Okay. Ich merke, das ist irgendwas. Was macht denn das UFO? Das holt dich ab und. Warte mal, ich muss noch exit. Das wird. Oh, schade. Okay, ich habe noch einen Schuss. Du bist völlig überbewaffnet und gepanzert. Das UFO teleportiert dich einfach quer durch die Kante. Ich bin sehr unsicher, ich traue mich nicht, weil ich keine Munition mehr habe. Wir machen jetzt folgendermaßen was. Wieso geht's denn da nicht mehr weiter? Doch jetzt. Oh! Spiel leckt! Oh nein, ich wollte doch nur. Nee, das hat nicht gereicht. Ich komme nicht mehr raus. Ich bin in der Erdbeere gefangen. Okay, ich muss es tun. Ich muss meine letzte. Alter, was ging denn jetzt? Ich habe jetzt gar nichts mehr gerafft. Was? Ich bin einfach explodiert. Ja, aber hat ja keiner von uns gewonnen. Ich glaube, die Zeit war einfach um. Ah, das kann sein. Okay, ich spiele jetzt nicht mehr so lame. Ich gebe mir jetzt Mühe, ne? Ja, das ist angenehmer Stoff. Warte, es wird. Den Booster bitte in die andere Richtung, ah, schade. Ist ja wieder kinetisch. Ja, ich hab die Taste verwechselt. Ich geb's zu, ich hab die Taste einfach nur verwechselt. Okay. Deswegen schön vor der Wand gefahren. Also, das wäre super gewesen. Schön den Booster. Ne, ich kämpfe jetzt ganz offiziell mit fairen Mitteln. Ich hab mich jetzt nicht so. Auf jeden Fall nehme ich erstmal die Munition. Oh, Glas! Okay, und dann fällt man runter. Das ist nicht sehr angenehm! Nein! Nein!
Kavum. Ich habe in der Runde einfach nicht geintet. Das hat schon gereicht. Keine Mühe, keine Skills. Nein! Okay, es wird immer interessanter. Wir wollen sofort versuchen, irgendwie zu dissen. Okay, bau mir eine große Plattform. Dagegen habe ich noch nicht mal was. Ich will auf jeden Fall dafür sorgen, dass du deinen ersten Schuss komplett verschwenden musst, um hier rauszukommen. Okay, ich merke, wir haben beide denselben beschissenen Plan. Ich glaube, es ist einfach komplett egal. Da, vor allen Dingen hast du mir einen Grill runtergestellt. Ja, du magst Grillen. Du hast mich noch nie zum Grillen eingeladen. Ich möchte nur mal sagen, was ich immer noch sehr traurig finde. Aber du magst Grillen. Es wird auch in der Bude etwas schwierig hier, aber prinzipiell geht los. Okay. Okay, du bist der Beste. Du bist einfach der Beste. Ich hab dir von unten schön, ne? Ja. Unten und so. Ach, das macht mich wieder traurig. Ich habe einmal geglaubt, ich bin ein Spiel der Beste. Keiner, der mich auf der Welt schlagen kann, wenn dieses Spiel keiner spielt. Was machst du daraus? Warte mal, was? Ach, guck mal, ich hab dir ein Aquarium hingestellt. Ja, ich kann es auch nicht drehen, ne? Scheiße, ich hätte das unten hin machen sollen, ne? Was wollte denn drehen? Okay. Wie wir aber auch nicht bei uns bauen, sondern nur bei dem anderen. Ist das mal aufgefallen? Sind das wenigstens fleischfressende Fische? Oder panzerfressende Fische? Ich glaube, die nennen sich im Malgebrauch Piranhas. Aber ich traue der Sache null. Ich gehe jetzt erstmal runter. Kann ich jetzt? Ich gehe runter und da kommt die Munition. Okay, du bist aber auch nicht viel klüger. Ja! Ausgleichende Gerechtigkeit! Kavum! Kavum! Das ist. Erst checkt die Munitionskiste durch, dann geht die Känguru von weg und ich falle einfach runter. Okay, wie oft haben wir uns schon durch aktive Blödheit jetzt getötet? Einfach ja, oder? Ja, schon ja. Was ist denn los mit dir? Oh, das Baumenü fühlt sich immer noch fickelig an. Ich weiß nicht so richtig. Ja, das ist nicht wirklich intuitiv. Nee, das ist irgendwie. So, komm damit klar, Digga. Verschwende schön deine Munition. Ah, da hinten ist doch noch eine Baukiste. Warum habe ich die nicht genommen? Nein! So, jetzt kannst du erstmal schön Munition verschwenden. Ja, in der Kiste ist noch nichts. Aber hier! Hier! Da die immer von oben fallen. Ich weiß, was du vorhast. Aber, wie viel Schuss hast du noch? Einen. Dann kriegst du mich doch nicht im Ansatz kaputt, so wie. Hallo? Wie ich dich jetzt? Okay, du hältst es für witzig. Sag mal, warum habe ich denn keine Munition mehr? Ich habe auch keinen Laser-Schuss mehr. Nein, jetzt hast du den Laser. Laser, it's Laser Time! Ja! Nein. Weggelasert! Aber da kommt doch diese blöde Metallwand! Ey, okay, es spielt interessant, aber ich merke jetzt schon, wo ich sage. Das ist keine gute Karte für uns. Das ist eine fantastische Karte für mich. Ah, okay, ja, nee, nicht wirklich. Also ich werde. Ja, bau mir bitte mehr Plattform hin. Das ist sehr lieb von dir. Ich brauche einfach mehr Plattform. Die baue ich mal hier hin so. Was habe ich hier noch? Nö, ich will ein bisschen Abstand von dir haben. So. So. Und nochmal. Nee. Die behalte ich bei mir zur Rettung. So. Die dreht sich, glaube ich, ne? Ja, ist egal. Aber guck mal, was willst du jetzt tun? Du hast mir eine schöne Plattform hingebaut, mit der ich noch eine Weile durchhalten kann. Ich weiß, was du vorhast. Genau das probiere ich auch. Und ich habe dir eine schöne Deckung gegeben. Scheiße. Wo kommen denn die Geschosse wieder runter? Die einen Schuss for free. Aber ich sehe meine Geschosse nicht runterkommen. Ach, du hast diese Minigun aufgesammelt. Okay. Ja, wenn die Wummel ein bisschen länger fliegen. Ja, aber ich kann nicht mal durch eine Wand kommen, ne? Ich kann. Oh, ist das dumm, ey. Ja! Das war ein. Warum fällt denn das ist klar. Glas wieder kaputt? Ja, okay. Ich bin nur das andere Glas von ganz oben runtergefallen, da ist nichts passiert. Ich will noch anmerken, wenn ich hier gewinnen sollte, gewinne ich nur, weil irgendjemand noch schlechter ist als ich, ne? Also.
Das ist doch ein guter Start, oder? Das ist ein fantastischer Start. Ich hätte das Elektroding aber unter dich bauen sollen, weil jetzt kannst du ja einfach einmal runterschießen. Ne, ich gehe einfach nach oben. Da sind ja die Magnete dafür da. Ja, mit dem Panzer so 180 Grad Kurve nach oben fahren. Ich will ja schön 180 Grad Turn up machen. Pass auf. Okay, vielleicht brauche ich dazu Anlauf. Aber! Okay, vielleicht wird das einfach gar nichts. Vielleicht schießt du einfach meine Hindernisse weg. Danke dir. Okay, vielleicht hast du einfach nur so viel Munition. Nein! Du warst zuerst tot! Bestes Spiel aller Zeiten. Das muss man jetzt mal so sagen. Ich bin grundsätzlich bei Spielen begeistert, wo ich mal gewinne. Ja, für 99 Cent eine Stunde Spaß ist okay. Nee, nicht 99 Cent, du weißt, wie teuer es wirklich ist. Ja, wir haben 99 Cent dafür gezahlt. Damit finde ich es halbwegs okay. Ist es besser als ein Yet-Another Zombie-Game? Ja, das. Jetzt ein Zombie war auf jeden Fall besser im Match finden. Das ist richtig. Obwohl wir es auch da erst nicht gerafft haben, ne? Gut, wir sind jetzt aber auch nicht clever. Das Perfekte. Nee, ist nicht. How to. Wie gut ist Ihr Spiel zum Finden? Sag mal, hast du. Sind wir keinen Maßstab? Hast du ernsthaft? Das ist eine Winterwolke. Was tust du da? Was tun sie? Was geht hier eigentlich gerade? Was ist denn die Palme da oben? Ja, die kannst du wedeln. Ja, und tschüss. Oh. Nein. Machen wir noch eine Runde. Komm, eine Runde können wir uns noch leisten, oder? Und dann ist Ende. Eine Runde geht noch. Eine Runde. Ich habe durchaus Spaß, aber ich merke auch schon langsam, wie der Spaß so ein bisschen sich dem Ende nähert. Einfach aus dem Grund, wir haben jetzt alles gesehen. Wir haben einfach schon alles gesehen, oder? Das stimmt allerdings. Nach einer Stunde. Ey, ist das. Nee, komm, wir haben noch erst eine Kamera. Ich guck gerade auf die Aufnahmezeit. 36 Minuten 58. Eintritt fehlgeschlagen. Oh, already started. Du machst jedes Mal denselben Fehler. Aber es ist schön, dass ich dich flamen kann, weil ich das sonst machen würde, auch immer falsch machen würde. So, Spiel suchen. Ja, aber du warst doch da, oder nicht? Nee. Warte. Es ist ein Fehler aufgetreten im Fehlercode. Schließen. So. Ich warte wieder, das Auto fällt und brennt. Einloggen fehlgeschlagen, okay. Das Spiel hat sich wieder komplett. Es hat sich komplett aufgegeben, es hat sich aufgehangen. Okay, jetzt geht's wieder. Logge ein, na was denn sonst? Du bist das dümmste Spiel aller Zeiten. Logge ein, ja. Ey Max, wenn das jetzt nicht wird, ich höre gleich auf, ne? Also ich krieg jetzt gerade schon wieder hier Stuhlhusten. Logge ein, ja was denn sonst? Da ist doch schon wieder Puls im Spiel. Ey, 100%, ich hasse, wenn es technisch. Es steht die ganze Zeit Logge ein da. Locke ein, locke aus. Oh, ich start's nochmal. Übrigens, das hier oben ist Shift Happens, was wir eigentlich spielen wollten. So, ich starte das Spiel nochmal neu, trete dir dann bei und dann mache ich eine schöne Kamikaze-Blitzrunde. Da wird nicht viel gebaut, da wird einfach nur aufs Maul gehauen. Ich meine, ich liege jetzt vorne. Ich habe jetzt schon 8 Mal hintereinander gewonnen. Möchte ich jetzt nochmal so sagen. Und bin damit Weltmeister in diesem Spiel, was keiner mehr spielt. Zumindest auf der Switch bin ich Weltmeister. Ich werde das auch direkt in meine Kanalbeschreibung mit reinpinnen. Ich finde, du solltest es auch in den Lebenslauf schreiben. Also, du kannst ja auch ein T-Shirt drucken. Oh, Doodle Derby. Das ist eigentlich schon eine offizielle Weltmeisterschaft gewesen, ne? Ja, ja. Switch Weltmeisterschaft. Ich mache das wirklich. Heute statt, wir haben es keinem erzählt und gut war. Ey, wer nicht online ist, ist selber schuld, ne, bei diesem Spiel. Ich werde da wirklich dann Doodle Derby Weltmeister in Klammern unten auf der Switch. Werde ich mir aufs T-Shirt drucken, wirst du es Montag auf der Arbeit sehen? Na gut, momentan ist es schlecht, ich muss ja noch bestellen. Okay, ich bin dabei getreten. Oh, hier. Wir gehen rein. Panzer. Okay. Panzerschlacht, auf jeden Fall Panzerschlacht. Zerstöre einfach. Panzerschlacht ist auch schon viel, viel besser als der andere. Ja, das muss man wirklich mal sagen. Aber egal, was ich mache. Oh, du bist sehr gut. Ich verwechsel immer Springen und Schießen. Für mich wäre es genau umgekehrt, weil die Mario-Sprungtaste. Weiß ich meine? Das ist irgendwie. Das fühlt man auf der anderen Seite. Ja, immer. Das stimmt. Warum fliegst du schneller als ich? Ich bin immer schneller als du. Ja, auch im Bett. Ist richtig. Aber auch das muss belohnt werden irgendwann mal. Okay, ja, wir bauen mir Plattformen. Halt, das war voll dumm. Ja, und jetzt baue ich hier noch Plattformen. Max, du bist einfach der Beste. Aber schön, wie man noch ein paar Sekunden... Das war ja voll dumm. Gerade jetzt bin ich der König der Welt. So, was willst du... Nein, ich habe auch nur eine. Ich hätte ja noch eine gehabt. So, was willst du tun? Ja, ja. Ich habe auch den Panzerrohr gekriegt. Das ist Schnellfeuer? Es ist das Schnellfeuer. Ich kann Flammenwerfer. Ich kann gerade gar nichts tun.
Max, könntest du bitte mal gucken, ob es da unten gibt ein Item? Guck mal, rechts gibt es ein Item. Hol dir das mal. Ja. Ja, oder geh einfach da und hol dir das. Ja, sehr schön. Darum bin ich Weltmeister. Das ist der Grund, warum ich... Ja, weil das dein Gegner ist. Du könntest einen Gorilla hinsetzen, der spielt besser. Einen schönen Schimpansen, mit der auf der Tastatur hämmert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie hier ist es? Boom. So, ich hätte gern eine Rampe. Ist eigentlich gut, dass du eine Rampe haben möchtest? Hörst du auf mit diesem scheiß Boxhandschuh? Das war meine Idee. Okay, der Boxhandschuh ist aber auch optimistisch gelegt, sag ich mal. Also du musst auf jeden Fall... Ja, da ist ja noch die Gewitterwolke, ne? Ja, aber die ist ja... Die gewittert ja nicht nach oben. Okay, der Boxhandschuh macht einfach gar nichts. Der löst einmal aus und macht dann einfach gar nichts mehr. Ist das so? Was machen eigentlich die Flugzeuge? Ich habe jetzt echt Angst, darüber zu springen, ne? Ich Angst da. Ich weiß noch nicht genau, wie... Oh, ich bin der Dümmste! Sehr gut. Gelb glänzt durch Abwesenheit. AFK-Modus. Du könntest aber wirklich irgendwie zwei Affen hier hinstellen, die würden es besser spielen. Ich glaube, die würden es wirklich actually besser spielen. Hast aber du jetzt... viel, viel besser. Aber auch ästhetischer, weißt du, ich meine. Würdest du mal aufhören, alles zuzubauen, wo ich was hinbauen möchte? Man kann ja sonst nirgendwo hinbauen. Ich kann platzieren. Ah, kann ich die Richtung damit ändern? Die Drehrichtung? Ich kann nur platzieren. Scheiß drauf. Okay, fertig. Ich muss meinen Weltmeistertitel halten. Warum ist da ein Flugzeug? Warum hast du da ein Flugzeug hingemacht? Ganz witzig. Würde ich auch. Ich hab... Was? Ich hab meinen Schuss. Du hast die Munition zerschossen. Ich bin der Einzige, der nicht trifft, oder? Ich habe überhaupt nicht getroffen. Nee, wir haben uns. Doch, wir haben uns beide. Also, weil wir beide geschossen haben, haben sich die Schüsse in der Luft gegenseitig wieder ausgekontert. Aber ich habe dich nicht getroffen und du mich irgendwie so hat's gewirkt. Ich war schwer. Nee, du hast dann, weil du zeitiger angefangen hast zu schießen, hatte ich am Ende dann mehr Schuss. Das heißt, wir haben uns irgendwie gegenseitig 100 Schuss zerballert. Dann hatte ich doch 10. Die haben gereicht, um dich zu töten. Aber dann bin ich ja tot. Ach, hier kommen schon wieder die Minen. Und ein Geschütz? Du beruhigst dich jetzt einmal. Das hat nichts mit dir zu tun. Du hast eine Mine und eine Kanone und ich krieg 3 weiße Bubbeln. Du kriegst 3 weiße Bubbeln. Ich hab... Ey, guck mal. Da passiert doch nichts. Warte mal, hier noch... Nein. Okay. Schieß, Geschütz! Warum ist dein Rohr auch einfach in der richtigen Richtung? Das Geschütz hab ich selber aufgebaut. Okay, das reicht nicht. Das reicht nicht mehr. Du hast mein Geschütz zerstört. Das hasse ich schon bei COD, ne? Flammenwerfer gegen... Die Flammenwerfer gewinnt! Okay, ich gebe Gelbhautfeuer. Flammenwerfer? Gegen einen Panzer? Dauert halt länger, bis der sich erhitzt hat. Das ist auch Kochs drin. Völlig richtig, das ist völlig richtig. Aber was soll ich denn tun? Das würde ich... Diamant. Das würde ich an deiner Stelle jetzt nicht machen, was du jetzt tust. Ich habe den auch schon gehabt, der war eher speziell. Der wird nämlich gedroppt. Ah. Hm. Komm schon. Du hast mir eine Plattform gebaut. Ach, der lässt sich bewegen, der Diamant. Das beste Spiel aller Zeiten. Nicht so gut. Da ist der Laser. Ich möchte. Das ist schon mal wieder eine gute Ausgangssituation. Der Laser war vorhin gut. Du kannst es ja zerballern. Laser! Laser! Oh. Laser! Stille! Wir wollen ein guter Schuss. Danke sehr. Ich wusste, ich habe einfach nur drauf gehalten, wie ich es bei den meisten Spielen mache und ab und zu wird das wieder was. Du musst die Ausrufezeichen wirklich sammeln. Da ist der ganze gefährliche Shit drin. Das geht schon mal nicht. Du bist ein Drecksack. Ich sehe das schon wieder, was du vorhast. Oh nein.
Wie du es auch vorhattest! Wie du es auch vorhattest! Wieso warst du schneller? Du hattest genau den gleichen beschissenen Plan wie ich. Du warst einfach schneller. Schön rechts ablenken und nach links radeln. Nee, ich wollte auch lenken. Ich wollte instant nach links. Gestrampelt. Ich wollte instant nach links, ne? Es hat einfach nicht geklappt, so schnell mein Rohr zu drehen. That's what he said. Okay. Ach man, schade. Der Weltmeistertitel werde ich nicht halten können. Ich kann mich aber zweifacher Weltmeister und du hast nämlich abgelöst. Ich bin einfacher Weltmeister, du bist zweifacher Weltmeister. Man muss sich immer schön reden. Wieso bist du nicht runtergefallen, nachdem ich diese unglaubliche Falle platziert habe? Oh ja, das gefällt mir. Ja, okay, das gefällt mir richtig gut. Ich muss auf dich selber aufpassen. Ja! Oh nein, ich war viel zu fokussiert. Für Skill! Ich wollte unbedingt an den Laser kommen. Das war der Skill-Kill. Ich glaube, was du machst. Nee, das war der Skill-Kill. Du hast gesehen, aber musst du diesen Spiel. Das war der einzig gute Abschluss bisher. Ja, das ist stimmt allerdings. Aber man muss wirklich sagen. Ach, das war mit dem Baum vorhin kein Spruch. Mit dem Tannenbaum. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das wäre vorhin ein Spruch gewesen. Na, du hast ja tatsächlich einen Tannenbaum. Was ich sagen wollte, man versucht die Hälfte der Zeit hier wirklich drauf zu achten, was man selber macht. Wenn man es irgendwie nicht gebacken kriegt. Du hast auch einen Tannenbaum. Was tut er? Und warum hast du so viel Zeug und nicht so wenig? Und warum baust du mich schon wieder ein? Und warum riecht es ja eigentlich so nach Wurst? Moment mal, wir spielen online. Warum trägst du eine Maske? Corona. Ja, ich sehe. Well played. Ach, hier ist schon wieder UFO-Action. Der war aber gut, der Schuss, Digga. Der war ja richtig geskillt. Du bist Weltmeister, nicht Weltmeister. Einfacher Weltmeister gegen den zweifachen Weltmeister. Digga, das war mir ein großes Vergnügen. Ich möchte mich für heute verabschieden. Ja, sehr schön. Ich will erstmal. Wie hast du es mit dem Panzer gehabt? Egal! Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich für 99 Cent und was eigentlich 7,99 Euro kostet. Und da sagen wir für heute: Ciao. Sag, die letzten Worte gehören dir. Große Ehre. Ja, vielen Dank, dass ich das sein durfte. Gerne. Ich verabschiede mich jetzt vom einfachen Weltmeister. Ciao. Ciao, ciao.